So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei No Man's Sky. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Ja, wenn ihr es auf dem Let's Play-Channel guckt, lasst ein Like da und wir machen hier weiter. Ich hatte ja in der letzten Folge noch gesagt, dass ich unter Umständen einen Frachter holen will und irgendwie habe ich jetzt das Bedürfnis, den zu holen. Das Problem ist aber, die Frachter kosten so verdammt viel Geld, dass es vielleicht gut wäre, wenn wir noch ein bisschen Geld holen würden. Aber zuerst die wichtigen Sachen. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge ist ein bisschen mehr Zeit verstrichen. Will heißen, wir müssen in der Siedlung noch ein paar Sachen ausbauen. Wird die Siedlung angegriffen? Scheiße. Oh Gott. Falsche Waffe. Wechsel die Waffe. Wo ist das Fahrzeug? Moment. Los geht's. Okay, jetzt muss ich ihn aktivieren. Los geht's, Bro. Let's fight them. Spannende Folge. Direkt am Anfang müssen wir verteidigen. Irgendwie sehe ich keine Lebenspunkte von denen. Das sind andere Wächter, die uns hier angreifen, ne? Greift mal ein Bot eigentlich mit? Ja, der greift mit an. Er ist dabei. Ich brauche eine stärkere Knarre. Sag's wie es ist. Ich hätte auch mit dem Auto angreifen können. Und ist die Betäuber repariert er dann trotzdem? Das weiß ich nicht. Was macht mein Robo eigentlich? Greift er an? Eine noch. Ja, die sind echt stark, ne? Muss echt mal mein Multitool verbessern. Die großen Frachter können bis zu knapp 180 Minuten kosten. Gut, ich glaube nicht, dass du auf die schnellen S dann findest, aber ein bisschen mehr Geld, wenn du einen großen willst, wäre wohl nicht schlecht. Denke ich tatsächlich auch. Weil ich wäre super enttäuscht, wenn wir es jetzt schaffen, einen etwas größeren, besseren Frachter zu finden und dann habe ich nicht genug Geld. Das wäre super kacke. Das heißt in erster Linie mal, ne? Das ist so ein Streit zwischen den Bürgern schlichten. Der preisgekrönte tierische Begleiter von Planetarer Spezialist Yit ist vor kurzem gestorben. Er behauptet, dass Dienstleiter Merit heimlich Gift unter die Kreaturenkugeln gemischt hat. Der Beschuldigte äußert sich nicht zu seiner Verteidigung. Naja, wenn er sich nicht äußert, dann wird er bestraft, sorry. Also, dass ich wenigstens verteidigen müsste er schon machen. Dann könnte ich sagen, gut, ist er nicht schuldig. Kohlenstoff, Nanorohr. Ich weiß nicht, ob ich genug Kohlenstoff habe. Gerade knapp. Ich
So, dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell zurück zum Frachter. Ich würde dich eigentlich gerne... Ich wollte schon sagen, warum ist hier der Boden offen? Gut, dass du nicht im Justizwesen bist. Ja, was will ich denn machen? Ich muss mich über irgendwas entscheiden da. Schon ziemlich stark, die Jungs hier. So, ich nehme an, dass meine Frachter auch zurückgekehrt sein müssten. Mich stört es ein bisschen, dass der Boden hier... Also das ist, glaube ich, weil er es am Anfang nicht richtig lädt, ne? Ja, will ich das dann so lassen? Noch eine Etage tiefer gehen könnte halt schwierig werden. Vor allem hier drinnen. Weil die, wir gehen ja eigentlich schon von hier rein, ne? Ach, was mach ich denn? Ich wollte zum Frachterchen. Naja, warte schnell. Aber wenn ich beim Frachter bin und die wieder losschicken soll, dann bräuchte ich die Wasserstoff wieder. Und ich werde nicht genug haben. Wir gehen schnell ins andere Zuhause, da können wir immer ganz was holen. Und die Pflanzen pflücken, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich frage mich, ob ich die Wasserstoff herstellen könnte aus Pflanzen. Wenn ich nicht. Ah, warte, das könnte ich jetzt eigentlich testen. Oh. Wir nehmen hier auch gleich chromatische Metalle mit und so, das ist schon ganz gut. So, die Idee war eigentlich, hier schnell zu gucken. Nein, nicht! Das will ich schon alles mitnehmen. Egal. So. Nein, okay. Der braucht länger, um wieder zu regenerieren wohl. Ich überlege gerade auch, ob ich mehr kriege. Mehr Abbau. Wenn ich
wenn ich mit meinem Multi-Werkzeug abbaue, weil je nachdem, mit was für einem Laser ich abbaue, kriege ich, glaube ich, unterschiedlich viel Ressourcen. Könnte sein, dass der gar nicht so gut ist hier. Lass ich mir ganz kurz gucken. Wir brauchen 50 für 1. Das heißt, ich bräuchte ja 200 roundabout. Teure Angelegenheit, immer alles loszuschicken. 4, 5. Ein Kristallfragment. Ja, da gibt ordentlich viel. Die sind richtig gut, die Kristallfragmente. Sehr schön. Okay, der ist aber verdammt schnell leer. Schon sehr wenig, was ich hier kriege. 55. Ich glaube, ich mache das schnell selber hier. Ah, ich hatte nur 36% geladen. Also, weil ich nicht genug Kohlenstoff hatte wahrscheinlich, ja. Gut, das macht Sinn. Das macht actually Sinn. Das erklärt sehr vieles. Jetzt habe ich genug. Ich fahre mal schnell zurück. Ich muss mir anders überlegen, wie ich an mehr komme, und zwar auch schneller. Es wäre schon gut, wenn wir irgendwie eine Methode haben, schneller an das Wasserstoff ranzukommen. Kaufen, meinte ich, glaube ich, noch in der letzten Folge. Wäre eine Option, immer wenn wir sehen, dass sie schnell kaufen. Wir machen schnell einzelne. Frachter. So, dann die erste Gruppe, die zurückgekehrt ist. Nachbesprechung. Wir kaufen Vorräte beim Friedenssystem. Händler erzählt uns von einem übermäßigen hohen Nachfrage an Kobalt auf dem Planeten Kutum. Okay, 378.000 Profit gemacht. 310. Indium 500. Expedition ist fertig. Sehr gut. Ist cool, dass die auch angezeigt werden hier, ne? Also Nachbesprechung. Sagen wir mal, was haben wir denn hier? Okay, 305. Units 200. Achso, einfach Entdeckungsdaten. 280. Geeknip. 305. Supraleiterfaser. Geborgenes Fregattenmodul. Noch mehr. Ey, die haben verdammt viel Geld mitgenommen. Da war auch was von wegen schweren Schäden. Oh, wir gucken gleich. Die zwei haben wir jetzt gemacht. Müssten wir die halt, ne? Handelsexpedition.
Ich habe kein Handelsschiff. Das ist Schwierigkeit 3. Also Industrie schicken wir safe mal los, das ist ja klar. Okay, dann ist der mit Industrie ist beschädigt. Aber die sind jetzt alle A-Klasse. Super. Ich überlege mir, ob wir den hier auch noch versuchen hochzukriegen oder ob wir einen anderen kaufen. Weil zwei für Abbau haben, wäre schon gut. Und einen noch für Handel haben, wäre auch gut. Oder zwei. Tja, wie machen wir das jetzt? Ich muss uns ehrlich sagen, unser Frachter Tuna wird verdammt häufig beschädigt, ne? Wieder mehrere Teile kaputt. Gold und Sauerstoff. Andere Seite. Aber man muss sagen, sie haben dafür verdammt viel Kohle zurückgebracht, ne? Also beide. Ich will nicht ins All fallen. So. Ja, gib mir das. Schön. Also. Das müssen wir irgendwo auch noch verkaufen. Ich muss eh nochmal schnell zurück. Hey, bis ich überhaupt mal losgehen kann. Eieiei. Siedlung verteidigen. Also. Industrie. Schicken wir los. Den Industriedude. Mit dem Kampfschiff. Und dann gehe ich doch nochmal schnell. Wir machen den hier einfach auf Handel. Wir haben eigentlich keinen guten, der in Handel ist. Handel schicken wir einfach mal noch nicht los. Wir schicken Handel einfach mal schnell noch nicht los. Weil wenn wir dann auf der Suche sind nach einem besseren, finden wir ja vielleicht noch eine Handelsfregatte. So, dann einmal gärtnern. Alter. So. Kaktus. Giftblüten. Jetzt noch nicht runtergegangen. Die Gravitinio-Bälle könnten wir eigentlich gleich abgeben, aber ich befürchte, dass ich dann eine halbe Ewigkeit bei unserem Geek-Typen stehe.
die Nip-Nip-Knospen verkaufen wir am besten gleich. Ich könnte einfach mal alles einlagern. Ja, mal schnell runter. Oh, die Solarium, die Sonnenreben, herrlich. Herrlich. Frostwurz nehmen wir auch mit, obwohl Frostwurz ist eigentlich echt easy ranzukommen, ne? So, die müssten wir noch abgeben beim Gärtner. Urdit. Dann Faesium. So, Mr. Geek. Ich sollte den Geek nicht länger aufhalten. Was? Gravitonenwelle anpflanzen und ernten. Ja, doch. Hä? Hier. Ja, jetzt können wir die anpflanzen. Super. Lass mich raten. Jetzt muss ich das machen. Wir gehen weg und wieder hin. Wir haben's, wir haben's. Ja, wann bekommen wir den Gärtner? Puh. Es ist einfach eine Quest, ist eine Questreihe, dass ab dann, wenn du anfängst, entweder den Frachter auszubauen mit dem Raum, glaube ich, oder ja, Sterndorn haben wir auch, ja, einfach alles. Ich weiß nicht mehr, wann ich den gekriegt habe. Super. Ja, also in der Folge werden wir ein bisschen Geld verdienen für den Frachter, ne? Ein Drittel der Folge ist schon vorbei. Ab nur Siedlung, mich um die Siedlung gekümmert, den Frachter angeschaut. Alter, Falter. Ja, mega toll. Oh, das könnte was anderes sein. Was muss ich jetzt machen? Der Farmer wartet nach seinem Terminal, ja. Hi. Tja, das war's. Das waren alle Quests vom Gärtner. Kriege ich jetzt Naniten? Nein, Gamma-Wurzel. Okay, ich nehme an, dass wir jetzt alles haben. Vermutlich. So. Also habe ich das jetzt in eine Frachter geschmissen, das Nip-Nip-Zeugs? Nein. Ich weiß nicht, was ich davon noch brauchen werde. Deswegen kommt jetzt einfach mal alles schnell in die Dings hier. Ja, auch die Gravitonenbälle. Ja, auch das schnell hier.
Empfindliche Flora. Das hat er mir geschenkt. Todstellen ist scheiße gegen, was ich schon alles habe. Also, wir haben einfach ein schönes Zuhause. Lass mal vorerst. So lässt sich leben. So. Geld. Geld, Geld, Geld. Will heißen. Gravitinio-Bälle, oder? Wir könnten auch eine Frachtermission machen. Eine lebende Perle, das ist jetzt nicht wichtig. Radioaktive Artefakte. Ah ja, das war ja die Dings. Jetzt ist aber der Planet 1 weiter. Ich will auf den da, den Trostlosen. Da kriege ich nämlich die ganzen Bälle gut zusammen. Sammle mir ein paar. Könnte ich, weil der Frachter in der Nähe ist, auch alle in den Frachter schicken. Lul. Dich nicht mehr von denen? Ah, die habe ich wahrscheinlich alle aufgebraucht, um den hier zu bauen, maybe? Das ist Handelsware, das kommt schnell ins Raumschiff. Geeknip verkaufen wir auch. Ausgegrabener Schatz kommt auch schnell hier rein. Ich habe 4 Lagerbehälter auf dem Frachter gebaut, das ist richtig. Ups, jetzt bin ich zu weit geflogen, ne? Hier wollte ich ja nicht hin. Scheiße. Den da, den habe ich angepeilt. Nein, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was mache ich jetzt? Bin ich wieder zu weit. Wo war denn den, den ich wollte? Der da war es auch nicht. Nein, der war es eben nicht. Die heißen Artefakte, die sind aber dahinter. Ich hab halt wieder was anderes an. Let's go. Ja, wir bräuchten die Kohle halt schon. So, auf geht's. Einmal Sammeltour. Ich will nicht mit dir reden. Lassen Sie mich später in Ruhe. Dankeschön. Und let's go. Da sind die Nächsten.
Oh, die haben hier auch die Wasserstoff. Könnte ich während dem Farmen eigentlich Wasserstoff zusammentreiben. Mal schnell gucken. Ah, da. Zumindest wenn die großen... Da sind Bälle. Die großen finden. Die werden einem ein bisschen später angezeigt manchmal. Nur zwei, wie schade. Ah, da sind noch mal ein paar. Ein bisschen die Augen offen halten. Das sind halt, wenn ich 10 Stück sammle, habe ich halt 400.000, ne? Zusammen. Nicht 20, aber 800.000. Simple Mathematik. Dementsprechend schnell geht's dann eigentlich auch. Ich meine, die Drohnen sind viel zu langsam. Wegen der geringen Gravitation fliegen wir hier einfach durch die Gegend. Kann auch sein, dass wir hier jetzt einfach noch mal ein bisschen farmen. Ein bisschen Geld sammeln, dann mal wieder eine Mission machen. Ein bisschen Abwechslung drin ist. Und dann die Folgen darauf dann den Frachter holen. Ja, schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo lässt sich's leben? Hier sind 4. Das geht eigentlich schon ordentlich schnell. Ich frage mich, ob ich die mit dem Fahrzeug ansammeln kann. Weiß das jemand, Chat, ob ich die auch mit dem Fahrzeug einsammeln kann? Ob das schneller geht? Nur mit dem Minotaurus, aber durch den Jump-Trick bin ich schneller, ja. Safe, ja. Ziemlich safe. Da. Ich hatte vorhin hier noch welche gesehen. Ich habe mich geirrt. Ah, nein, doch hier. Guck. Aber der Matti manchmal einfach nicht so richtig schnell. Ja, da. Guck. Man lädt sie einfach nicht richtig. Man ist zu schnell mit dem Jump. Unglaublich. Irgendwas stimmt mit meiner Maus nicht, Entschuldigung. Also dafür, dass hier zwei nebeneinander liegen sollen, sind das aber sehr wenige. Muss man schon sagen. Tak, 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 tak.
Die Drohnen sind einfach nicht schnell genug. Davon. Ah, da sind diese komische Bälle. Dieser unkontrollierte Schimmel. Wie viel kriege ich da raus? Wow. Ist jetzt so viel? Ich habe jetzt einfach 1700, 2100 von diesem Schimmel. Das lohnt sich ja total. Das gibt ja mega viele Naniten. Theoretisch natürlich. Wenn sie ausbauen. Nexus braucht Geld. Guckt euch das an, diese Ansammlung an. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Großes Ding gibt auch nicht schlecht, die Wasserstoff. Den werde ich auch gleich mitnehmen. Das werde ich immer wieder brauchen. Nein, das will ich nicht. Sauerstoff brauche ich schon. Ja, nehmen wir mit. Ja, manchmal müssen wir auch einfach mal farmen. Ist halt aber auch gut unspektakulär irgendwo durch. Ja, guck auch was. Gucken Sie mal, was da alles ploppt. Ja, ich würde sagen, die untere Reihe müssen wir jetzt nicht vollständig voll machen. Die einen überlassen ist okay. Also diese Low Gravity hier ist super. Also da bin ich wirklich schnell. Ja, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000. Und hier vorne. 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000. Und hier weiter. 40.000, 40.000, 40.000, 40.000. Ja, ehrlich, ehrlich. Und zum nächsten. Rechts was gehört, aber wir nehmen das noch mit hier. Ah, hier. Nochmal 40.000, 40.000. Schön, die Sonne geht auf. Man sieht wieder was. So, wie weit sind wir? Okay, machen wir zwei Slots noch voll und dann ist gut.
könnte theoretisch die Eier auch noch mitnehmen, aber ich habe das Gefühl, dass die Eier mich eher ausbremsen. Ich habe echt irgendwas ist mit der Maus nicht gut. Mit dem Mauspad. Brauch wohl ein neues Mauspad. So. Okay, den wollte ich noch voll machen, dann ist gut. Nehme ich schnell die auf, bis die geploppt sind irgendwo. Da hinten sehe ich gerade ein paar. Super. Ich könnte jetzt übrigens durch dieses System auch in meinen Frachter schieben, ne? Weil wir in der letzten Folge noch diesen Graviton-Dingsbums gebaut haben. Oder Materialstrahl oder wie der auch immer heißt. Ich glaube, es war ein Materialstrahl. Würde ich alle gerne mitnehmen, weil wenn ich die jetzt mitnehme, dann wollen die Wächter wieder was von mir. Das hat überall noch. Habe ich noch irgendwo Wasserstoff, was ich abbauen kann, um Zeit ein bisschen totzuschlagen? Obwohl, die sind jetzt eh schon. Schon da. So, also. Mr. Chief, bitte kommen Sie her. Das ins Raumschiff, danke. Ab geht's. So, gucken wir mal, wie das kleine Vermögen aussieht, das wir jetzt gesammelt haben. Zack. Ich wollte ja eigentlich noch in Social Space, um noch ein paar Sachen zu kaufen. Warum zu gucken, ob wir noch Tiergehege oder sowas haben. Ich weiß ja nicht, ob es sowas gibt. Aber wir haben ja Tiere. Ich hatte, wenn ich mich nicht täusche, eine Melkstation gesehen, die wir holen könnten. So. Also 224 Bälle sind 8,8 Millionen. Ich würde sagen, das ist gut. Supraleiterfasern können wir hier, ist große Nachfrage. Kommen hier auch mal schnell raus. Bei allem anderen ist die Nachfrage eher gering. Okay. Wusste ich nicht, dass ich den leuchtenden Stuff auseinandernehmen kann. Ich glaube, davon dürfte ich eigentlich noch haben im Tresor. Habe ich nie nachgeguckt, dass das geht. Ja, moinsen. So, wir verkaufen noch schnell die Dings für Platz. Einmal verkaufen. Den Glutspeer behalten wir. Die hier gehen raus. Wir haben hier nichts drin. Hast du noch was Schönes für mich? Okay, folgendes. Eigentlich will ich jetzt noch... Entschuldigung. Dass der Basiscomputer mich noch irgendwo hinschickt. Oder das hier.
wie sie noch ein paar Mal sammeln gehen, wird das wahrscheinlich höchstens für einen B-Rang XL-Frachter reichen. Mir macht es nichts aus, wenn ich einen B-Frachter finde. Ja. Den können wir ja immer so weiter upgraden, bis er dann taugt. Ja. Also mich stört es nicht, wenn es nur reicht für einen B-Frachter. Ich will einen schönen und am besten einen XL. So, wir hatten noch eine Mission offen, seit Ewigkeiten, von dieser Lebensform hier. Und das hatte ich schon lange mal vor, fertig zu machen. Deswegen sind wir jetzt hier unterwegs. Ah ja, scheiße, ich wollte eigentlich den noch upgraden, diesen Glutspeer, ne? Was habe ich denn Interessantes gefunden im All? Oder bin ich zu spät? Wahrscheinlich zu spät. Pilsen. Der Planet heißt Pilsen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es dieser Planet war, wo wir dieses große Tentakelwesen hatten. Das fliegt. Das würde ich gerne füttern und bin nach Hause. So. Nee, keine gute Knarre. Fähnrich! Erfolg melden. Ich hatte es eigentlich schon mal gemeldet, wenn ich mich nicht irre. Hi, du bist es, ja. Diese Gestik von dem. Also, wir schauen mal schnell Komponenten. Das kaufen wir mal schnell. Kaufen wir mal auch schnell. Kurz gucken, ob er vielleicht noch irgendwie spannende Technologie hat für mich. Nicht wirklich. So. Jetzt Multiwerkzeug. Das wollte ich jetzt schon lange mal upgraden. Okay, haben wir das. Illegale Glutspeer-Upgrade, ja. Ich bin mir überlegen, ob ich das Kampfvisier rausnehmen soll. Das Kampfvisier gibt mir nämlich nur Aiming. Ja, wir zerlegen das. Kampf ist gut. Streublaster. Ich will den Glutspeer schon mal ausprobieren. Ich hatte irgendwo auch noch ein Upgrade rumlegen für den Glutspeer. Hier. Den nochmal zu stärken. Zu gucken, ob das Schadenspotenzial davon ganz witzig ist. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dieser Planet war mit diesem komischen großen Tentakelvieh. Nicht 100% sicher. Ich würde aber vorschlagen, dass wir trotzdem schnell durchgehen. Den unter Umständen suchen.
Ich könnte es eigentlich verbinden mit etwas. Und zwar mache ich schnell einen Signalboost, dann gucken kurz, vielleicht finden wir noch was Schönes hier. Und eine Kapsel. Ja, da vorne, in der Nähe des großen Kraters. Was zum Geier bist du denn? Nein. Es ist total cool, dass wir jetzt von überall auf den Frachter Zugriff haben, ne? Das ist schon ein gutes Upgrade gewesen, das wir geholt haben in der letzten Folge. Macht schon signifikant was aus. Ja, doch. Ich glaube, dieses Wesen, das war irgendwo hier. Ziemlich sicher, dass das dieser Planet war. Müssten es halt nur finden, ne? Also es könnte ein ähnlich aussehender Planet ja auch gewesen sein. Also kann ich das nicht irgendwo in der Dings nachgucken? Nicht ganz, der Frachter muss im selben System sein. Ja, das weiß ich schon, dass der Frachter im selben System sein muss, aber du kannst den Frachter theoretisch in jedes System rufen und dann, ja, kostet halt einfach ein bisschen Treibstoff. Aber wenn du in einem System bist, wo du sagst, da bin ich eh viel am machen, ist es halt Gold wert, ne? Ist ja klar. Naja, ich sehe gerade, du hast es eh auch geschrieben mit dem Rufen. Machen wir mal. Ich hab nicht genug Kohlenstoff für. What the fuck? Wir begeben gar nicht so viel Kohlenstoff. Was auch ein Materienstraß für deinen Frachter. Ja, der ist super nützlich. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber. Kannst du überall vom System aus den holen. Also kannst die Ressourcen einfach in den Frachter schieben. Wenn der Frachter viel Platz hat, ist das halt einfach... Ja, super. So, ja, ich weiß, ich könnte unten noch mehr Slots machen, aber ich will jetzt nicht noch mehr Platz haben hier. Und die Mission haben wir abgeschlossen, nehme ich mal an. Du hast 9 Lagerräume. Ja, ich meine nicht die Lagerräume im Frachter, sondern der Frachter hat nochmal. Ressourcen. Der Frachter hat nochmal separat das, was er bei sich dingseln kann. Ich weiß gar nicht, ob du von hier aus das in die Behälter schieben darfst schon. Oder ob man da zu weit weg ist. Ah, das geht auch. Obwohl man nicht anwesend ist. Ja gut, dann kannst du alles so. Also das ist ja. Wow. Muss es halt manuell dann rüberschieben, aber trotzdem. Ich meine, wow. Ich finde die schon total witzig, die kleinen Viecher. Geh mal, sag mir mal, wenn ich dich füttere, was ich dich melke. Warme Protomilch. Okay. Du kannst es direkt ins Lager werfen, okay. Warum kann ich das nicht? Ich will dieses große Tentakelvieh wiederfinden, Mann.
Okay, die geben mir beide ein verlassenes Gebäude an. Nee, wahrscheinlich ist es doch nicht. Wahrscheinlich ist es doch nicht mehr dieser Planet, außer sie sind selten. Hä, warum zeigt er mir den an, der so weit weg ist, wenn ich auch hier einen habe? Voll doof. Naniten pro Ei. 500. Also eigentlich kommt mir ja an sehr viele Naniten so, ne? Ich weiß immer noch nicht, ob ich sie, verkaufen soll oder nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie ein Schiff oder so upgraden will, brauche ich schon verdammt viele Naniten. Jetzt ist wieder einer durch den Boden gefahren. So, auf geht's. Hallo, Terminal. Ich sagte Hallo, Terminal. Das Wächterschiff auf S-Rang wäre schon nice. Das wäre es tatsächlich, aber es ist halt B aktuell. Und es gäbe wahrscheinlich auch noch andere Wächterschiffe, die halt auch noch was tauchen würden. Ja, Tentakel. Tentakel-Dings ist irgendwie oben. Lootet das andere beim Zurückgehen dann. Genau, 50.000 Naniten kostet ein Schiffsupgrade. Wären halt 5.000 Eier. Obi, dankeschön für den Stufe 2 Sub für 64 Monate. Dankeschön für den Support, Mann. Vielen, 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 vielen Dank. Lagerschiffserweiterung. Das Raumschiff, witzig. Ich finde, die sehen immer ganz cool aus, aber sie sind gar nicht so viel wert, ne? Ich kann direkt auf den Frachter zugreifen und vom Frachter aus verkaufen, wenn ich das will. Ja, noch mehr duftendes Zeugs. Das Problem ist, ich werde die Sachen gerade eh nicht los, die ich habe, ne? Aber, to be honest, ich bin auch nicht in ein anderes System geflogen, von daher. Ja, dass ich hier noch nicht los werde. Denn dieses Wesen?
Ein großes, tentakelartiges Wesen. Gibt's eine Möglichkeit nachzugucken, wo ich die getroffen habe? Katalog. What the hell ist das? Ich will doch nur dieses große Vieh finden und zähmen. Das Problem ist, ich bin mir nicht 100% sicher, ob es dieser Planet war. Es war ein kalter Planet. Kann auch sein, dass sie in einer anderen Region anzutreffen ist, ne? Als hier. Wo ich gerade bin. Tja. Tja, tja, tja. Wie machen wir das? Wir könnten auch Wächterschiffe holen gehen, indem wir auf diese Planeten gehen, wo wir die Wächterschiffe gefunden haben. Die zu verkaufen, soll er gutes Geld bringen. Konstruktion wurde abgeschlossen. Dealer macht jetzt weniger Kohle. Ah, ich glaube, ich finde den nicht mehr. Bin noch ziemlich sicher zu schnell. Ich glaube, der kann gar, das kann gar nicht laden. Entdeckungen aus den einzelnen Planeten aufgelistet. Bei Entdeckungen
Material und Gegenstände, Technologie. Wo sind denn Entdeckungen? Gibt es hier noch eine weitere Seite? Nein. Nur noch nach unten oder nach oben? Oben? Anleitung, Katalog. Kategorien. Ah, hier, Entdeckung. Mein Gott. Ja, okay. Entdeckungen. Danke. Ja, den hier. Den hier, den suche ich. Den suche ich. Wo? Aber der ist hier. Der ist auf diesem Planeten. Den habe ich nie erkundet. Sollten wir vielleicht noch nachholen. Ich weiß, dass ich einen angetroffen hatte. Ja, eine andere Zone auf dem Planeten, ne? Sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Was ich mit dem Tier will, sieht cool aus und das ist ein 7,2 Meter groß. Ups. Nimm die Eier mit. Das Ding ist riesig. Und es ist friedlich. Rein hier, nachher suchen wir nochmal. Aber wenn dann ein Exo-Fahrzeug, weil die nicht schnell spawnen. Wäre eine gute Idee, aber ich habe keins hier in der Nähe. Und ich habe leider den Dings nicht gebaut, den Satelliten, dieses Satellitenteil, dass ich das Fahrzeug hier rufen kann in diesem System. Also ich dachte, dass das so funktioniert zumindest. So, fett viele Naniten. Ah, überschaubar viele Naniten. Wie viele Naniten habe ich eigentlich? 10.000. Ja, das ist doch mal was Gutes. Okay, mein Schiff ist hier so halb drin, weil ich mega gut geparkt habe.
Das Ding ist, die sind eigentlich recht groß. Eigentlich sind sie nur schwer zu übersehen. Was sind du für ein kleiner Elch? Hier haben wir eine andere Flora und Fauna. Wenn du deine Entdeckung und Hochleits bekommst, du nochmal 30 Kananiten. Ja, wie jetzt? Überall? Warte, ich muss ganz kurz, nicht, dass ich hier was spoilere, was ich nicht spoilern darf. Moment. Auch in drei Nanitenhaufen erhalten. Ja, das sind, okay, das sind nicht viele Naniten. Nein, die 3000 Naniten... Die kriege ich doch nur, wenn ich alles entdecke, oder nicht? Ja, hier abschließen. Ich muss hier alle Tiere entdecken. Dann schließe ich das ab. Also ich müsste noch, was haben wir, 7 von 12. Das heißt, die restlichen muss ich noch entdecken. Dann würde ich 3000 kriegen. Das Ding ist halt 7 Meter groß, ne? Streng gesehen kaum zu übersehen, wenn wir mal einen finden würden. Gucken, was in den Dingen in der Suche steht. Diese Kreaturen am Planeten Pilsen gefunden, wo sie durch eisige Nebel und die tiefen Schneewehen wandert. Diese sanfte, freundliche Kreatur feuert. Freuen sich immer mit anderen Lebens zu interagieren, diese Pneumonzene, bla bla bla. Ja, mehr steht nicht. Ich weiß nur, dass er hier ist. Ah, könnte es sein, dass ich ihn nur im Sturm antreffe? Weil ich könnte schwören, dass wir ihn das letzte Mal angetroffen haben, als Sturm war. Wie ziemlich sicher, dass wir ihn angetroffen hatten, als Sturm war. Da hinten ist einer. Ah, lol, es liegt am Sturm. Jawohl. Warte, könnte es sein, dass ich ihn mit Gravitinio-Bällen füttern muss? Da ist er. Guckt, wie groß. Ich weiß nicht, ob ich ihn füttern kann, aber... Ich wollte es ausprobieren. Hallo! Großer Freund. Ja, ja, ja! Nein, ja! Essbare Haufen gewinnen. Was kriege ich denn davon? Okay. Moment mal schnell. Meine Tierliste ist voll? So geht das natürlich nicht. Was haben wir denn alles?
Ah ja, ich habe den kleinen Fisch noch mitgenommen. Komm, den muss ich freischalten, sorry. Komm mit, komm mit. Ja, du darfst mit. Als Begleiter übernehmen. So. Wir streicheln ihn sanft. Ja, hier nochmal. Leckerli. Dann passen wir das Aussehen an. Super. Und dann reiten wir ihn. Los geht's! Ach ja, alles klar. Alles klar. Jetzt wisst ihr, warum ich ihn wollte. Einfach weil er ohne Eis herrlich, oder? Ah. Gut. Das war alles, was ich eigentlich hier wollte. Ich wollte den echt nur schnell finden. Aber ey, krass zu wissen, es gibt Tiere, die einfach nur bei Sturm anzutreffen sind. Ja, moinsen. So unfassbar interessant. Ich muss dich eigentlich schnell hier... Sturm löst dich auf, ja. Du darfst mal schnell... Nein, den brauchen wir gerade nicht. Du darfst mal schnell weggehen. Upsi pupsi. Da habe ich einmal meine Geologiekanone rausgehauen. Läuft bei mir. Da, guck, da ist noch einer. Oh, herrlich. Ja. Ja, sollen sie kommen. Ich bin bereit, die Piraten zu töten. Ja, komm. Echt? Ihr greift mich deswegen an. Ist ein einziges Piratenschiff, bitte was? Ich will gerade nicht meine eigenen Piloten abknallen, weil... Ich habe ja zwei Piloten dabei. Ebenfalls drauf schießen. Ah, das sind zwei. Noch eins. Du kannst so viel drehen, wie du willst. Du stirbst trotzdem. Ich habe ein Wächterschiff. Ich kann an Ort und Stelle fliegen. Hast du denn das Gefühl? Danke für nix. Moment schnell. Wo müssen wir hin? Wieder ein Schmugglerpäckchen gekriegt von denen. Ein Bomber, Dankeschön für den Raid. So. Ja, noch coole Naniten. Bin ich im Planeten, den ich noch nicht entdeckt habe eigentlich. Das ist der hier, nein, das ist Mr. Heiß. Ich glaube, den hatte ich dann noch nicht, ne? Und entdeckt, den will ich noch schnell entdecken. Nip-Nip-Zeugs. Wir packen das mal schnell in den Frachter. Das kommt ins Schiff. Und auch in den Frachter. Und auch in den Frachter. Von Frachter aus packen wir die Sachen dann. Einfach schnell hier rein. Wir müssen gleich zur Siedlung zurück, weil wir haben fertig gebaut. Es geht mir nur schnell darum, den hier zu erkunden.
Summender Beutel. Okay. Wunderbar. Das No Man's Sky noch nie gespielt. Also von mir aktuell eine wärmste Empfehlung. So, wie lange brauchen wir, bis wir da sind? Von da aus könnten wir das eigentlich uns schnell nach Hause teleportieren, oder? Das geht wahrscheinlich schneller, als wenn ich es direkt anfliege. Gar nicht. Es ist ja hier um die Ecke. Was rede ich denn da? Ich weiß, dass ich die einsetzen könnte. Ich könnte Lagerfläche freischalten, ne? Theoretisch. Okay. Um an ein bisschen mehr Geld zu kommen, würde ich sagen, wir versuchen in der nächsten Folge in ein Gebiet zu gehen, wo Wächter hauptsächlich unterwegs sind. Ja, aber nicht jetzt, oder? Ja, mein Gott, okay. Wir gehen nochmal hoch. Muss jetzt nicht in der Nähe von meiner Siedlung sein. Welche Piraten wollen mich töten? Super wertvolle Fracht. Drei, jetzt noch zwei. Ja, aber nicht jetzt nochmal, oder? Ich habe langsam das Gefühl, dass ich diese geborgenen Daten loswerden muss. Wir haben halt ein Geschwader, ne? Wir haben eigentlich zwei gute Piloten hier dabei, die mir aktuell gerade aber ein bisschen in den Weg fliegen. Danke. Darf ich jetzt landen? Danke. Wir landen schnell beim Raumhafen hier. Also, der Saloon ist fertig. Ja, eben, also Wächterschiffe in der nächsten Folge wäre vielleicht ganz sweet. Wie sieht das Loot eigentlich aus? Ist gut geworden? Denen geht's gut. So, die neuen Besucher begründen. Ein Fremder namens Planetara Spezialist Otiami hat um eine Audienz gebeten. Er behauptet, er wäre der einzige Überlebende eines Piratenangriffs, der seinen Frachter zerstört. Er möchte nun zur Raumstation zurückgebracht werden.
Mann, wie mach schnell ist gut. Auch wenn ich schon Max Stufe sind bei denen. Zu besaufen reicht's. Ja, gut. Okay, Zufriedenheit ist gut. Das hier. Ein bisschen mehr Bürger wäre schon nett, aber. Dann arbeite dran. Kannst für Easy Units auch deinen Scanner mit S-Modulen ausbauen und bekommst dann mehr Units für Tiere und Pflanzen entdecken. Eigentlich keine schlechte Idee, aber ich scanne tatsächlich gar nicht so viele Sachen. Kannst du mir erklären, warum der einfach in meinem Schiff landet? Der kennt nichts. Er kennt einfach nichts. Mit zwei S-Modulen bekommst du schon mal 100 K bis 200 K pro Tier. Okay, das ist natürlich nice, tatsächlich. Was habe ich denn aktuell beim Scanner drin? Ah, Fauna-Analyse-Belohnung, Mineralien-Analyse-Belohnung, Flora-Analysen-Belohnung. Ja, ich sehe hier deutlich mehr Prozente. Ja. Dann gehen wir mal auf die Raumstation. Schauen schnell. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Meine Damen und Herren, wenn ihr auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und in der nächsten Folge werden wir das Modul noch ein bisschen verbessern, gucken, was wir noch holen können. Und vielleicht kriegen wir noch die jeweiligen Sachen. In der nächsten Folge werden wir auch noch versuchen, ein paar Wächter zu holen, also ein paar Wächterschiffe, um da noch ein bisschen an Geld zu kommen. Ich dachte, ich mixe das ein bisschen mit was Spannendem, dass es ein bisschen was Neues ist immer mal wieder. Und wenn ich immer den gleichen, das gleiche machen. Die noch schnell zum Frachter hier. Weil immer auf die gleiche Art und Weise Ressourcen zu sammeln, wäre ja, glaube ich, auch recht langweilig. Deswegen finde ich das ganz gut. Schick das mal schnell noch hier hin. Das können wir mal verkaufen. Gut, also, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann.